Arzneimittelversorgung, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das Unidose-System ist ein gut funktionierendes Konzept der Arzneimittelversorgung. Was es da genau auf sich hat, darüber spreche ich heute mit unserem Klinikdirektor unserer Zentralapotheke, Dr. Peter Hülsmeier. Hülsmeier, können Sie uns bitte kurz erklären, was es mit Unidose-System auf sich hat? So ein Unidose-System ist ein System, ein Automat, der für einzelne Patienten, für einzelne Applikationszeitpunkte oder für jeden Applikationszeit die Tabletten verpackt in Einzeltüten. Ich habe hier ein Modell in natürlich einem deutlich vergrößerten Riesenmaßstab. Da sehen Sie also quasi dann, wenn Sie jetzt eine 8-Uhr-Medikation haben, haben Sie zwei Tabletten für diesen Patienten, dann kommt die 12-Uhr-Medikation und so weiter. So dass Sie im Voraus für den Patienten Medikamente für ihn individuell zusammenstellen können. Das heißt, die Schwester muss das auf Station nicht mehr kommissionieren. Das machen wir mit allen festen oralen Medikamenten, also Tabletten, Dragees, Kapseln und ähnliche Geschichten. Also eine große Hilfestellung. Eine große Hilfestellung und natürlich auch ein Beitrag zur Arzneimitteltherapiesicherheit. Ja. Seit wann greifen wir in den märkischen Kliniken auf dieses System zurück? Wir haben das zum Jahreswechsel 2008, 2009 begonnen. Das heißt, wir machen das jetzt seit 12, 13 Ja. Jahren. Haben damals auf einer internistischen und einer chirurgischen Station damit probeweise angefangen und das dann langsam ausgerollt. Ja, in dem Zusammenhang, welche Erfahrungen haben wir mit einer Unit-Dose-Versorgung gemacht? Also vom Grundsatz her, eine Unidose-Versorgung führt immer dazu, dass Arzneimittel korrekt gestellt werden. Die Fehler beim Stellen, die durch Menschen, die nun mal Menschen sind, gemacht werden, werden durch eine Unidose-Versorgung auf nahe Null gesetzt. Es gibt Doppelkontrollen bei der Produktion der Unidose-Tüten. Da schleichen sich also überhaupt keine Fehler ein. Dann haben Sie durch die zentrale Herstellung dieser Unidose-Medikamente weniger Verwurf auf den Stationen. Da liegen keine teuren Tabletten mehr rum, die werden nicht mehr weggeschmissen. Dadurch natürlich auch eine Kostensenkung. Und dann haben Sie als Apotheker, wenn Sie so ein Unidose-System haben, was natürlich auch mit der entsprechenden Software dann gesteuert wird, natürlich deutlich bessere Eingriffsmöglichkeiten in die Therapie, den Arzt zu unterstützen, Therapieoptimierung, Dosisoptimierung, Wechselwirkungen abprüfen, was auch immer. Also die gesamte Zusammenarbeit zwischen Pflegearzt und Apotheke wird durch so ein System deutlich intensiviert. Ja, Sie hatten es gerade bereits indirekt beantwortet. Ich möchte aber trotzdem noch konkret fragen, wie trägt das Unidose-System zur Verbesserung der Arzneimittelversorgung der Patienten bei? Sie können sich das relativ einfach vorstellen. Früher waren es drei Schritte, heute sind es zwei Schritte. Sie haben eine Software, eine Verordnungssoftware und je nachdem, welche Verordnungssoftware das ist, gibt die Schwester die Medikamente in diese Verordnungssoftware rein. Dann schaut sich der Arzt das an, guckt nochmal, was kriegt der Patient, ist das alles in Ordnung, stimmen die Dosierungen, gibt es irgendwelche Wechselwirkungen. Und zum Schluss schaut der Apotheker nochmal drüber. Wenn dem Apotheker in Anführungsstrichen irgendwas nicht gefällt, dann ruft er den Arzt an und sagt, das und das müssen wir nochmal besprechen, vielleicht machen wir es anders. Dann einigt man sich und dann gibt es erst den Produktionsbefehl zum Automaten. Das heißt, Sie haben da einfach eine doppelte Absicherung. Zwei Fachbereiche kümmern sich um die einzelne Medikation, sodass Sie wirklich eine optimierte Medikation haben. Das ist für meine Begriffe der absolut wichtigste Vorteil dieses Systems. Natürlich auch neben finanziellen Vorteilen, die man da hat. Und Ja, natürlich der Pflegeentlastung, denn die Pflege soll sich ja primär um die Patienten kümmern und nicht primär ums Tabletten stellen. ich sage danke fürs Interview. Gerne.